Hallo, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge meines YouTube-Kita-Talks begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Anja Kanzler, ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für pädagogische Fachkräfte in Kitas und Kindertagespflege. Ja, mein heutiger Gast ist Lea Wedewart von der Kita-Podcast Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und ja, ich bin Lea in den Weiten von Facebook und Instagram vor einigen Monaten begegnet. Und wir hatten mittlerweile hier und da schriftlich und persönlich Austausch und konnten feststellen, dass wir beide mit viel Herzblut uns ja für das Wohlergehen von Kindern einsetzen. Deswegen freue ich mich sehr, liebe Lea, dich heute hier in meinem Kita-Talk begrüßen zu dürfen zu dem Thema Bildungs- und Erziehungspartnerschaft im Ausnahmezustand. Ja, für alle die, die Lea noch nicht kennen, glaube ich, wäre es ganz schön, wenn du dich an der Stelle einfach mal selbst kurz vorstellst. Ja, das kann ich gerne machen. Vielen Dank, Anja, auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich bin mir sicher, dass das wieder ein äußerst spannendes Gespräch wird. Ich freue mich auch sehr darauf. Ja, genau. Also ich bin Lea Wedewart und ich bin Kindheitspädagogin von Hause aus und habe dann später im Master dann in der Praxisforschung war ich dann unterwegs, also Praxisforschung in der Pädagogik. Hab dann später war ich dann ein Jahr im Qualitätsmanagement, also habe Kitas evaluiert und habe Fortbildung gegeben. Und auch das Spannendste für mich war, die Fachkräfte in der Praxis zu beobachten und ihnen direkt Rückmeldung zu geben, also die unmittelbare Prozessqualität mit beeinflussen zu können, sozusagen. Und dann bin ich später dann in einer Erzieherfachakademie gelandet und habe dort Fachkräfte weitergebildet, beziehungsweise ausgebildet, besser gesagt. Also die Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet und eben auch in der Praxis begleitet. Ja, und so ist das dann zu meinem Blog gekommen. Also das ist www.bedürfnisorientiertekinderbetreuung.de, auf dem ich dann angefangen habe, immer wieder zu schreiben, was mir auf der Seele brennt, weil ich in dieser Praxis, in der ich doch eine Zeit lang war, auch schon während des Studiums, immer wieder, und das sage ich bewusst so direkt raus, immer wieder viel, viel Mist erlebt habe. Und das ist mein großes, tiefes Anliegen, eben über diesen Blog und meinen Podcast, der Kita-Podcast, etwas mehr Feinfühligkeit, Bedürfnisorientierung, wie ich es ja nenne, also etwas mehr auf die Gefühlsebene zu gucken, auf die Bedürfnisebene und auch die Grenzen aller sensibel und achtsam zu wahren. Und das ist eben mein tiefes Anliegen und deswegen habe ich das, ja, gegründet und ins Leben gerufen, den Podcast und den Blog. Genau, und das hat mich halt auch die ganze Zeit so angesprochen, woraufhin ich auch so auf dich zugekommen bin. Und ja, zu unserem heutigen Thema ist es bei mir tatsächlich auch dadurch gekommen, dass ich jetzt ja seit kurz vor dem Sommer wieder regelmäßig auch in Teams unterwegs bin. Und ich sag mal, es liegen ja schon sehr, sehr verrückte Zeiten hinter uns. Wir stecken auch noch mittendrin. Im Moment wissen wir auch gar nicht, wo es so wirklich hingeht. Aber mal sehen. Und mir begegnet immer wieder jetzt aufgrund der Rahmenbedingungen, dass in vielen Einrichtungen halt ja Eltern immer noch ein Betretungsverbot haben, dass sie halt ihre Kinder nur im Ausnahmefall mit in die Gruppen begleiten können. Und ich denke, das ist einfach der Situation geschuldet und im Sinne von Infektionsrisiko minimieren kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Was mich aber immer wieder so ein Stück auch erschreckt, ist die Tatsache, dass die Kolleginnen und Kollegen feststellen,
dass das Ihnen die Arbeit gerade sehr erleichtert. Sie haben das Gefühl, die Kinder lösen sich besser von ihren Eltern. Es gibt weniger Trennungsszenen in den Bringzeiten, aber auch das Abholen ist verkürzt. Mir begegnet immer mal wieder die Aussage, dass das also als so positiv empfunden wird, dass sie das auch gerne beibehalten möchten. Und ich merke, dass mir das immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Und ja, und da würde ich gerne so fragen, wie siehst du das auch aus deinem Blickwinkel auch unter dem Stichwort ja, bedürfnisorientierte Pädagogik? Also ich habe mir im Vorhinein Gedanken gemacht und es gibt verschiedene Ebenen dabei. Also grundsätzlich ist, glaube ich, wenn wir die Abgabesituation betrachten, geht es ja immer wieder darum, sich das Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen. Also die Sicherheit, die die Eltern brauchen, die Sicherheit, die das Kind braucht und, was wir häufig vergessen, die Sicherheit, die die Fachkräfte brauchen. Mhm. Diese Ebene wird häufig gar nicht bedacht und die Abgabe, wenn das an der Tür stattfindet, schafft vielleicht für die Fachkräfte ein enormes Sicherheitsgefühl, weil es dadurch weniger, eben wie du es schon meintest, weniger zu Ausbrüchen kommt, also so emotionalen, aufrührenden Situationen und dass dadurch vermeintlich alles einfacher ist. Und das mag auch erstmal so den Anschein machen und das kann auch für die Fachkräfte wirklich viel einfacher sein. Was wir dabei nicht bedenken ist, was macht das mit den Eltern und was macht das mit den Kindern? Mhm. Genau, das ist, glaube ich, das, wo du dir auch Sorgen machst. Und was passiert ist eben durch so eine schnelle Abgabe, passiert so ein schnelles über alles hinweggehen. Also das heißt, wenn das Kind ganz schnell da abgegeben wird, dann hat weder die Mutter oder der Vater die Möglichkeit, sich mit dem zu befassen, was in ihr passiert. Und das Kind hat auch nicht die Möglichkeit, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu konfrontieren. Und weil es so schnell geht und es so schnell passiert ist, dass eben es vermeintlich alles schön ist. Mhm. So, und die Frage ist aber, was passiert unter der Oberfläche? Und das ein Abschied, also etwas, das ist ja nun mal immer ein Abschied morgens, das ist ein Abschied für die Eltern, das ist ein Abschied für die Kinder und es ist jeweils ein Abschied für die Fachkräfte. Das ist wiederum nie so im Fokus. Also das heißt, Fachkräfte sind ja auch immer wieder mit dem Thema Abschied konfrontiert. Mhm. So, und Abschied ist nun mal etwas, was mit Trauer zu tun hat. In den meisten Fällen. Also das heißt, es ist etwas, was eine Trauer auslöst und etwas, was das Bedürfnis wiederum nach Trost, Empathie und Sicherheit bei den meisten Menschen hervorruft. Und wenn ich natürlich diesen Übergang schnell schaffe, dann muss ich diese Trauer nicht so aushalten. Und dann ist es auch so, dass die Trauer schnell weggewischt ist. Und das ist eben der Unterschied. Ich habe ja auch letztens erst diesen Artikel veröffentlicht. Es gibt einen Unterschied zwischen das Gefühl da sein lassen und es akzeptieren und vor allem auch integrieren. Das ist ja immer das, worüber auch die Neurowissenschaftler schreiben, also auch Daniel Siegel und so weiter. Oder vermeiden und runterschlucken und wegwischen. Mhm. Ne? Und das passiert dann halt im negativsten Fall, dass die Kinder gar keine Möglichkeit haben, die Trauer auszudrücken. Und auch die Eltern nicht die Möglichkeit haben, die Trauer auszudrücken. Und die Fachkräfte auch es wieder schaffen, die Trauer zu vermeiden und runterzuschlucken. Mhm. Und das ist
so ein generelles Thema unserer Gesellschaft einfach, dass Gefühle nicht so gesehen werden wollen, weil sie schmerzhaft häufig sind. Und das ist eben was, womit wir dann konfrontiert sind, wenn wir diese Trauer und diesen Abschied zulassen. Mhm. Und es ist natürlich dann erstmal einfacher für Fachkräfte zu sagen, ja, das ist super so, wenn wir hier die Kinder so direkt übernehmen, weil dann gibt es nicht so viele Szenen und dann sind wir auch nicht mit der Trauer konfrontiert. Und vielleicht finden es manche Eltern auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann müssen sie sich damit auch nicht konfrontieren und ganz schnell weg und dann ist es erledigt. So. Mhm. Und aber was dann unter der Oberfläche passiert, ist, wir schieben das ja sonst wohin wieder. Also das Thema Trauer und Abschied ist wieder nicht integriert und wieder etwas Bedrohliches und wieder etwas, womit wir nicht umgehen können und wobei wir die Kontrolle nicht behalten können. Und wird so auch im Prinzip wieder tabuisiert. Und das ist genau das, was ich dann ja auch in Seminaren oder auch in meinen Coachings und Supervisionen erlebe, dass ich dann erwachsene Menschen vor mir sitzen habe, die dann auf einmal mit einem traurigen Gefühl konfrontiert sind und sich ihre Tränen dann anfangen zu schämen. Ich denke, das hat dann ja auch nochmal so eine Folgewirkung letztendlich. Mhm. Ja, absolut. Und was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, die Maßnahmen, um die Krankheit einzudämmen, sind sehr wichtig, weil es auch um Menschenleben geht und so weiter. Und gleichzeitig ist die psychische Gesundheit auch wichtig. Mhm. Also das heißt, wenn wir jetzt lernen als Menschen immer wieder die negativen Gefühle wegzuschieben und runterzuschlucken und aufzustauen, dann, und das ist ja mittlerweile auch bewiesen, dann manifestiert sich das so sehr in unseren impliziten Erfahrungen, dass wir daraus psychisch krank werden können. Und das muss man auch ein bisschen gegeneinander abwägen. Also was ich nicht sagen möchte, ist, dass jetzt nur weil ein Kind dann morgens da immer so an der Schwelle abgegeben wird, wird es später psychisch krank. Das ist klar. Gott sei Dank nicht. Also es gibt ja auch noch das Thema Resilienz an der Stelle. Also. Richtig. Und es gibt ja trotzdem dann sehr feinfühlige Fachkräfte, sehr feinfühlige Eltern, die es trotzdem schaffen, auch wenn es diese Schwelle ist, zu sagen, ja, hier ist jetzt das, wo wir uns verabschieden und das schon vorher ankündigen und schon vorher besprechen und so weiter. Und wir dürfen da ja auch auf das Alter gucken der Kinder. Also es gibt ja auch viele Kinder, die schaffen das. Ja, also da ist klar, wenn die 5, 6 Jahre alt sind, da sind die nicht mehr so bindungsbezogen, da sind die nicht mehr so angewiesen auf jemanden, der sie im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nimmt, dass sie das auch gut schaffen. Wobei ich finde, dass wir trotzdem ein bisschen, also ich muss da mal gerade so ein bisschen einhaken, du nennst gerade das Alter von 5 und 6 Jahren, wobei ich glaube, dass wir da auch sehr individuell trotzdem gucken müssen. Das heißt ja nicht, dass nur weil ein Kind 5 und 6 ist, das wirklich auch schafft. Also ich glaube, da auch den guten Blick für zu behalten. Mir geht es auch nicht darum zu sagen, jedes Kind bekommt deswegen Schaden, das tut ihm nicht gut, sondern einfach dafür zu sensibilisieren. Ja, genau. Und also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die individuelle Betrachtung, wie immer, weil wir heute auch einfach wissen, wie sehr verschieden Kinder sind, also wie sehr verschiedene Temperamente sie mitkriegen. Und ich sitze ja hier auch als Mutter, also ich habe 2 Jahre Kinder und ich kann einfach auch schon allein immer von meinen Kindern sprechen. Also die Große, die bis sie jetzt eigentlich 6 Jahre alt ist, wirklich die Hand braucht. Also und auch ein richtiges Übergeben braucht und ein richtiges... Also sie war völlig verloren, wenn sie alleine diesen Übergang in den Gruppenraum schaffen sollte und keine Fachkraft verfügbar war. Sie war völlig aufgeschmissen. Also sie war völlig im luftleeren Raum und das hat sie so aus dem Konzept gebracht und das hat ihr Bedürfnis nach Sicherheit einfach überhaupt nicht erfüllt. Das heißt, sie braucht eigentlich bis fast heute diesen direkten das direkte Ansprechen, das direkte Übergeben,
Und damit sie einfach diese wirklich körperliche Sicherheit auch einfach verspürt. So, und dann gibt es Kinder, die sind, wie zum Beispiel mein Sohn, der ist völlig anders. Also der ist überhaupt nicht so bindungsbezogen oder so Rockzipfel, sondern der läuft halt dahin, wo er gerade was spannend findet. Und dann ist das bei dem natürlich völlig anders. Ja? Und da kann dann so ein an der Schwelle abgeben, an dieser einen Grenze dann eben weniger problematisch sein, weil er schon sowieso so sehr das Spielzeug da hinten im Blick hat, dass das dann auch nicht schwierig ist. Also seine Sicherheit ist eben dann das Spielzeug, was da in Aussicht steht, und das ist schon so sehr im Fokus, dass die Trauer und der Schmerz in dem Moment nicht im Vordergrund steht. Und da, genau, und das ist ja auch dein Anliegen, also da ganz sensibel hinzuschauen, für welche Kinder ist das wirklich notwendig, eine andere Form der Übergabe zu schaffen, beziehungsweise ja, Sonderregelungen auch zu schaffen. Und manche Kinder, das ist auch einfach so, manche Kinder benötigen es, in den Gruppenraum reingebracht zu werden. Womöglich noch, dass die Eltern sogar kurz da bleiben, sogar ein Spiel mit anfangen. Und das ist ja auch von Tag zu Tag wiederum unterschiedlich. Also je nachdem, vielleicht gab es einen Albtraum in der Nacht oder davor am Tag gab es einen Streit mit einem anderen Kind, und dann gibt es halt dem Kind vielleicht die Sicherheit, dass jetzt nochmal Mama oder Papa mit reinkommen in den Raum, ein Spiel mit anfangen, und dann können sie gehen. So. Und da ist es ja dann wieder das Problem sozusagen, diese Schwelle, die da, wo das Kind abgegeben werden muss. Und ganz ehrlich, ob jetzt die Eltern noch die paar Schritte mit reingehen mit der Maske, ist das ja nichts anderes, als wenn man im Kaufhaus auch gemeinsam irgendwie einkaufen geht. Also das Risiko ist ja nicht irgendwie größer. Und das ist, ja, also wenn ich jetzt das wirklich auch mal konkret sage, es ist auch vielleicht wirklich ein Instrument, also dieses Corona ist jetzt quasi ein Grund, um so eine direkte Grenze für die Fachkräfte einzuführen, was aber, und da kann ich wieder als Mutter sprechen, in keinster Weise sicherheitsbietend und die Bedürfnisse der Kinder und Eltern im Blick behält. Und gleichzeitig ist es so, dass für manche Kinder und für manche Eltern das vielleicht sogar wirklich etwas ist, was mehr Sicherheit gibt. Also für manche Kinder kann das ja sein, dass, wenn sie wissen, da ist sozusagen das Loslassen, dass das dann mehr Sicherheit gibt und auch einfacher ist. Das kann schon gut sein. Und gleichzeitig kann es sein, dass es für manche Kinder wirklich schwierig ist, genau an dieser Stelle, und eben wenn vor allem dann die Trauer aufkommt und das nicht loslassen können, das ist ja das Entscheidende. Wie gehe ich dann damit um? Also kann ich dann die Trauer an der Stelle auffangen, indem ich das Kind dann auf den Arm nehme und tröste und es dann sich beruhigt? Oder ist das vielleicht notwendig, dass die Eltern nochmal da mit reinkommen, dass die Fachkraft nochmal mit rauskommt? Also da individuell zu gucken, was ist notwendig, was braucht das Kind? Und das ist schon wichtig, weil sonst startet das Kind mit einem hohen Stresslevel in die Kita, was es bei guter Begleitung dann auch abbauen kann, wenn viel Körperkontakt möglich ist, wenn eine gute Regulations gegenüber vorhanden ist und so, dann kann es das auch abbauen. Aber wenn dann auch da noch weniger feinfühlige Fachkräfte vorhanden sind, dann hat das Kind den ganzen Tag dieses Stresslevel. Und das ist, und es lernt, meine Trauer wird nicht gesehen, ne? Und traurig sein ist nicht in Ordnung. Und das sind wirklich manchmal, ich kenne das auch, das sind tragische Situationen, auch ohne Corona-Regeln. Ja, ja, du, ganz ehrlich, also ich bin ja seit 30 Jahren im Beruf, und für mich ist das gerade eben so gefühlt auch ein Rückschritt. Also weil ich das halt noch kenne, wo Eltern noch nicht so wahrgenommen wurden als so sicherheitsgebend. Und ja, wir als pädagogische Fachkräfte da ja oftmals standen und irgendwie gucken mussten, wie wir dann halt Kindern auch diese Brücke bauen ohne Eltern.
Und ich möchte einfach in diese Zeit nicht wieder zurück, merke ich so an der Stelle. Jetzt haben wir sehr viel auf die Kinder geguckt. Ich würde jetzt gerne tatsächlich nochmal so diesen kleinen Bogen zu den Eltern auch machen. Und zwar, diese Übergabesituationen geben ja auch viel, viel Möglichkeiten in den Tür- und Angelgesprächen. Und die kommen ja jetzt im Moment auch ein Stück weit zu kurz. Und das nochmal so unter diesem Blickwinkel auch von Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu sehen. Was bewirkt das? Was macht das in dem Moment, wo das so wenig stattfindet? Und vielleicht hast du ja auch eine Idee, wie das halt trotz Einschränkungen vielleicht auch kompensiert werden könnte. Also die Basis, auf dem die komplette Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ja fußt, ist Vertrauen. Und es kann nur eine gute Betreuung der Kinder stattfinden, wenn ein gegenseitiges Vertrauen da also herrscht zwischen Eltern und Fachkräften. Und Vertrauen baut sich ja darin auf, dass wir gegenseitig uns mit unseren Bedürfnissen und Gefühlen auch sehen. Also das heißt, wenn eine Mutter oder ein Vater das auch nicht gut schafft, zum Beispiel das Kind da an der Grenze da abzugeben, dann können wir als Fachkräfte zum Beispiel sagen, das ist echt schwierig für dich hier, oder? Also das macht dir richtig Bauchschmerzen, wenn du dein Kind hier abgeben musst. Kann das sein? Ich sehe das jeden Morgen und irgendwie sieht dein Gesicht wirklich traurig aus dann. Kann das sein? Und wenn dann die Mutter sagt, ja genau, das ist wirklich, für mich ist das echt schlimm. Ich würde mein Kind so gerne da rein begleiten, um auch zu wissen, dass es da gut ankommt und dass es eben nicht mehr so traurig ist. Weil das ist ja das von Eltern, das Gefühl von, ich habe keine Kontrolle darüber, ob mein Kind, ob es ihm dann gut geht. Und wenn wir das sehen, dass die Eltern das belastet und ihnen Sorgen bereitet, du machst dir richtig Sorgen. Also ich glaube, es ist echt schwierig. Du fährst jetzt gleich mit im Auto zurück und machst dir Sorgen, ob Lukas wirklich sich beruhigt und es ihm gut geht. Du hast da gar nicht mehr die Kontrolle, stimmt's? Und wenn allein dieses Gefühl, dieses Erleben gesehen wird, schafft das unglaubliche Erleichterung für Eltern und es schafft ein unglaubliches Vertrauen. Und auf dieser Basis fußt ja eigentlich die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Und gleichzeitig kann man ja auch authentisch selbst sein als Fachkraft und sagen, mir geht's auch nicht so gut damit. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich finde das so seltsam, weil eigentlich möchte ich gerne, dass die Lebenswelt der Kinder, die Zuhause-Lebenswelt und die Lebenswelt der Kita irgendwie miteinander verflochten sind und nicht so strikt. Das ist ja auch ein komisches Bild, ja. Also ich finde es unglaublich seltsam, dieses ganz getrennte, die ganz getrennten Lebenswelten. Und das ist ja für Kinder nicht so. Die sind ja verflochten. Die sind ja, die Freunde sind da und die Freunde sind da. Und dieser Übergang ist die Schnittstelle, ja. Und die Schnittstelle so als eine Mauer darzustellen, ist schon auch ein komisches Bild. Und das kann ich aber auch als Fachkraft so kommunizieren und kann dann sagen, ich finde es auch überhaupt nicht kindgerecht. Ich finde es nicht, wir können es nicht so richtig an unsere Bedürfnisse anpassen. Ich stehe da auch nicht so richtig dahinter. Ich kann das verstehen wegen der Gesundheit und deswegen möchten wir uns ja auch daran halten, weil das so wichtig ist. Und gleichzeitig würde ich es mir auch anders wünschen. Wir machen das Beste draus, okay? Und wir gucken einfach, wie wir es schaffen, damit es uns allen damit gut geht. Und das ist eine Vertrauensbasis, auf der
kann dann selbst so eine Grenze gut existieren, glaube ich. Auf jeden Fall. Weil Eltern sich dann auch angenommen fühlen an der Stelle und wahrgenommen fühlen. Ich glaube, das ist auch etwas, was gerade ganz, ganz wichtig ist. Ja. Weil also wir sind ja in so einem Ausnahmezustand, dass wirklich alle davon betroffen sind. Also das ist ja tatsächlich etwas, das hat es so in der Form noch nie gegeben. Also. Ja, genau. Und Krisen, also Krisen an sich sind ja genau das, wo Menschen außer Kontrolle geraten, Ängste hochkommen, noch mehr Bedürfnis nach Sicherheit da ist, nach Orientierung. Mhm. Und die so aus den Fugen gerät, dass das schon auch gut sein kann, dass Eltern zum Beispiel völlig am Rad drehen. Ja? Mhm. Also dass die so von Ängsten, Sorgen und also das sehen wir ja auch, was passiert mit den ganzen Demos und so. Es sind so viele Menschen so verunsichert und eigentlich ist es dann klar, dass manche auch da einfach nicht mehr so ganz normal interagieren können oder zumindest nach unserer Vorstellung. Ja. Genau, und da auch ganz viel Akzeptanz, Toleranz und Nachsicht zu haben und noch mehr Anerkennung auch für die Eltern. Und ja, ich kenne das auch immer noch, dass auch im Nicht-Ausnahmezustand Eltern als Störfaktor gesehen werden und Eltern als, und da frage ich mich bis heute, woran liegt das? Ja, also es ist doch, also ohne die Eltern geht es einfach nicht. Und wenn ich es jetzt ganz platt sage, ist die Kita der Dienstleister für die Eltern. Mhm. Und das heißt, die Eltern, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Idee, woran liegt das? Ja, also warum werden Eltern so als Störfaktor wahrgenommen? Also weil sie sich dann überwacht fühlen oder kontrolliert fühlen, wenn die Eltern da etwas mehr mit drin sind. Also ich kenne das aus Einrichtungen, in denen ich war. Das sind meistens kleine Einrichtungen, Wald, Kitas, Elterninitiativen. Da ist das ja ganz anders. Also jetzt wie unter Corona wahrscheinlich auch nicht, aber da kommen die Eltern mit rein. Und dann sind die da erstmal noch 1-2 Stunden. Und dann gibt es einen Plausch zwischen Erziehern und Eltern und dann wird noch ein Kaffee getrunken und dann können die Kinder da noch spielen. Und das ist ja eine viel natürlichere, schönere Verzahnung als ein immer nur an der Schwelle abgeben. Also ich erlebe das nicht nur in Elterninitiativen, ich kenne auch viele andere Einrichtungen, wo das also tatsächlich ganz ähnlich gehandhabt wird, wo Eltern auch willkommen sind. Ich habe eine Vermutung, also ich kann gar nicht sagen, dass ich es wirklich erklären kann, aber ich glaube, es hat vieles mit einer großen eigenen Verunsicherung zu tun und mit der Sorge, bewertet zu werden. Und ich glaube, das hängt auch mit unserer Leistungs- und Bewertungsgesellschaft ein Stück weit zusammen. Ich denke, du kennst die stillen Fragen des Anfangs. Im Beziehungsdreieck, wenn es um die Eingewöhnung geht. Und ich finde, dass da ja sehr, sehr deutlich wird, dass da die pädagogische Fachkraft ja die Frage an die Eltern hat, wie wird sie meine Art zu arbeiten bewerten? Mhm. Also das ist eine Fragestellung, die da drin ist. Und das ist tatsächlich, und das ist ganz interessant, dass da, also da kommt für mich diese Verunsicherung sehr klar zum Ausdruck auch an der Stelle. Ja. Das ist im Rahmen des Berliner Eingewöhnungsmodells auch in dieser Broschüre von Ohne Eltern geht es nicht. Ah, ja. Gibt es diese Gegenüberstellung im Beziehungsdreieck. Also. Ja. Und ich glaube, dass da oft so ein Kern drin liegt. Also in dem Moment, wo jemand anderes dann mit hineinkommt und sieht, wie ich arbeite. Dann, und wie gesagt, das hängt, glaube ich, sehr viel mit unserer Bewertungs- und Leistungsgesellschaft zusammen, weil wir das ja von klein auf mit durch Schule etc. auf den Weg gegeben bekommen. Also es wird immer verglichen, es wird immer bewertet und dieser leistungsfreie Blick,
wie ihn auch mein Ausbildner im Coaching immer genannt hat. Das ist so das, was uns, glaube ich, sehr fehlt. Ja. Ja, man macht sich ja auch angreifbar, ne? Also wenn Eltern mit reinkommen, dann fühlt man sich beobachtet und auch, ja, es gibt dann Kritikpotenzial sozusagen, ne? Oder man kann möglicherweise kritisiert werden. Und wenn man sich selbst da auch unsicher fühlt in seinen Werten, in seinem pädagogischen Handeln, dann ist das natürlich für einen noch verunsichernder dann, ja. Wahrscheinlich. Also das glaube ich, ist zumindest so ein Kern. Also warum das immer bei Einzelnen so auftritt, also und so ja. erlebt wird an der Stelle. Ja. Und das andere ist aber auch jetzt nochmal so dieses, ich denke, Fachkräfte sind ja auch sehr gefordert in ihrem Arbeitsalltag und es ist natürlich auch immer so ein Multitasking dann nochmal angesagt. Also in dem Moment, wo ich das Kind in Empfang nehme und dann aber ja auch schon 15 andere Kinder in der Gruppe habe und dann gleichzeitig einen Elternteil habe, was in dem Moment auch nochmal verstärkt Aufmerksamkeit braucht, dann fordert mich das natürlich auch nochmal zusätzlich. Und das ist natürlich in dem Moment, vereinfacht es mir den Arbeitsalltag, in dem Moment, wo das Elternteil dann wenigstens nicht mit in die Gruppe kommt. Ich glaube, das spielt auch nochmal so mit rein. Also ich glaube, das ist nochmal so eine andere Seite, die sicherlich auch eine Rolle spielt. So dieses, ich möchte eigentlich bei den Kindern sein und ich muss sie ja auch im Blick behalten. Also da habe ich ja auch eine Aufgabe. Und ich glaube, diese Zerrissenheit in dem Moment, und die ist im Moment nicht da und das vereinfacht natürlich auch. Also ich glaube, das dürfen wir von der Dynamik auch nicht unterschätzen. Ja, das stimmt, ja. Ja, das höre ich auch immer wieder als Zitat, dass Eltern das dann durcheinander bringen, also die Struktur, den Alltag sozusagen. Ja. Und für die Tür- und Angelgespräche, also vielleicht macht es auch wirklich Sinn, dann jemand immer an der Tür zu haben, sozusagen. Also immer an dem Zaun, an der Grenze, weil sie immer jemanden zur Verfügung haben, der die Kinder übernimmt und auch für jegliche Fragen dann zur Verfügung steht. Obwohl da ja auch zu beachten ist, dass es verschiedene Bezugspersonen gibt, auch für Eltern. Eltern erzählen nicht jeder Fachkraft alles, ja, und fragen auch nicht bei jeder Fachkraft alles. Sie gewöhnlicherweise für das, also fragen sie da, wo sie die meiste Beziehung, die beste Beziehung haben und und am ehesten das Gefühl haben, dass sie gesehen werden und respektiert werden mit ihren Sorgen. Ja. Ja, und ich entwickle gerade ebenso die Idee, ob du sagtest ja gerade eben auch, möglicherweise kann eine Fachkraft auch rauskommen, inwiefern es da auch Nischen oder Zeitfenster geschaffen werden können, wo etwas im Walk-and-Talk mit Eltern auch stattfinden kann. Mhm. Ja. Also ja. Das ist gerade eine Mini-Idee, die mir noch kommt, so zu gucken, wie kann dann auch sowas möglich sein. Ja, und dann halt geplant, weil es muss ja auch tatsächlich auch in den Arbeitsalltag ein Stück weit passen. Aber zu sagen, das ist jetzt das, was wir auch als Angebot machen können, um Eltern auch die Möglichkeit zu geben. Und dann kann, wenn das immer wieder wechselt, dass das wechselnde Kollegen sind, die das machen, würde das ja auch dem Rechnung tragen, was du gerade eben gesagt hast. Ja, Eltern suchen sich auch ihre Bezugserzieher aus. Das ist so. Das ist so, ja, genau. Da, wo das meiste Vertrauen besteht. Ja. Genau. Was ich noch mal gerne sagen würde, ist, was wir immer wieder vergessen beim Thema Abschied morgens, ist unsere eigene Biografie und vor allem unsere Betreuungsbiografie, unsere eigene. Das heißt, welche Erfahrungen habe ich als Fachkraft gemacht mit Abschieden, sämtlicher Form, jeglicher Form,
Auch zum Beispiel, wenn man selbst früh schon Elternteil verloren hat und so weiter, dann ist das ja ein sehr präsentes Thema, was aber vielleicht nicht bewusst ist. Also was vielleicht unter Umständen nicht verarbeitet ist und das dann immer wieder bei so Abschieden immer wieder hochkommt, weil das ja das gleiche Phänomen ist. Mhm. Und gleichzeitig eigene Betreuungsbiografie, wie viele waren früh in der Krippe, früh in der Einrichtung, es gab keine Eingewöhnung, es gab kein an den Bedürfnissen der Kinder orientiertes Verabschieden. Das heißt, häufig sind diese Abschiede bei ganz vielen mit schmerzhaften Gefühlen verbunden, sowohl bei Eltern als auch bei den Fachkräften. Und das ist ein Grund, warum da so viel Konflikte auch entstehen. Von wegen, ihr Eltern sollt jetzt endlich weggehen. Wenn ihr euch jetzt noch länger hier, dann kann das Kind sich nie mehr lösen. Dann gewöhnt sich das Kind dran. Und das immer mit den eigenen Gefühlen zu tun hat, dass man das nicht aushalten kann, weil das so schmerzhaft ist. Das möchte ich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Da auf sich selbst Acht zu geben. Und eigentlich bräuchten bei diesem Abschied generell, jetzt unabhängig von Corona, sowohl das Kind eine Betreuung, als auch die Eltern, als auch die Fachkräfte jemand, der sich um sie kümmert in dem Moment, wenn es bei ihnen, also da könnt ihr ja einfach in euch reinhören, wie sehr verunsichert euch diese Abschiedssituation? Mhm. Wie sehr seid ihr aufgewühlt in dem Moment? Mhm. Und das hat dann meistens mit uns selbst zu tun, mit den eigenen impliziten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, ein wundervolles Thema, wo wir sicherlich jetzt noch ganz, ganz lange drüber sprechen könnten, weil das ist ja auch ein Steckenpferd von mir, Biografiearbeit. Ich habe da auch schon einige Artikel zugeschrieben, weil meines Erachtens kommen wir auf das Thema immer wieder zurück, weil egal welchen Teil der Pädagogik wir beleuchten und auch schauen, was macht das in dem Moment mit uns, hat immer ganz, ganz viel mit dem Rucksack zu tun, den wir auch einfach mitbringen. Aber ich glaube, an der Stelle würde ich dann auch ganz gerne das nicht weiter ausweiten, dann lieber gucken, ob wir uns da nochmal zu einem anderen Zeitpunkt auch über Biografie und Biografiearbeit unterhalten können. Gibt es noch etwas, was dir ganz wichtig ist, was du so gerne abschließend zu dem Thema Bildungs- und Erziehungspartnerschaft im Ausnahmezustand mal mit den Kollegen und Kolleginnen mit auf den Weg geben möchtest? Also ich versuche ja immer wieder die Gefühlsebene eben ins Auge zu nehmen. Was bewegt Menschen? Und die Gefühle sind ja auch immer wieder Ausdruck davon, welche Bedürfnisse unerfüllt sind. Und dieser Moment des Abschieds ist ganz viel insgesamt mit Sorgen, mit Ängsten, mit Unsicherheit, Kontrollverlust steht das in Zusammenhang. Und das insgesamt mehr im Blick zu haben bei den Fachkräften selbst, also sie selbst, und aber auch bei den Eltern, und das gegenseitig zu verbalisieren und sich dadurch Vertrauen und Sicherheit zu schenken. Das ist, glaube ich, das A und O und das, was diese Übergabesituation insgesamt ausmacht und das im Zentrum stehen sollte und insbesondere in der Krisensituation Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ich glaube, das ist ein wundervolles Schlusswort. Ja, herzlichen Dank, Lea, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich fühle mich wieder sehr bereichert durch den Austausch mit dir, und ja, vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Gelegenheit. Themen, glaube ich, finden wir zwei immer wieder. Dankeschön. Ich glaube auch. Ja, gerne. Ich bedanke mich auch. Hat mir viel Spaß gemacht.